So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Genau, erstmal überlegen, wie das doch heißt. Und ich bin nicht alleine, denn Ramses hat Besuch. Stellt euch das mal vor, in Hildburghausen, die Stadt, wo die Wilden hausen. Denn die Joelle ist da und der Thomas ist da. Aber nicht der Thomas, sondern der Thomas von der Joelle. Und den kennt ihr bestimmt nicht, aber ihr werdet sie gleich kennenlernen, denn da stehen sie beide. Hallo. Hi. Da die Joelle, da der Thomas. Und die spielen beide natürlich auch Pokémon Go. Und Joelle habe ich gesehen, hat letztens auch bei der Raid Mania eingeladen. Und irgendwie hatte ich, glaube ich, schon 2 Punkte. Aber beim Posten ist mir später aufgefallen, dass ihr Name ganz unten bei 1 Punkt steht, aber mit einer 2 dahinter und so komisch reingeschoben. Also ist niemandem aufgefallen. Habe ich nur gerade jetzt wieder dran gedacht, dass ich das falsch zugeordnet habe. Mittwoch ist aber wieder Raid Mania, könnt ihr wieder einladen. Vielleicht ladet ihr auch wieder, oder na, du, mit ihm bin ich ja nicht befreundet, aber ihr seid bestimmt auch wieder unterwegs. Gerade bei Boreos. Und gerade wo Boreos noch da ist, gibt es auch wieder eine neue Spezialforschung und ein neues Event, nämlich ein Event mit Shiny Nasknet. Das möchte ich euch jetzt mal hier fix zeigen, wenn ihr in euren Heute-Tab geht. Jetzt muss ich aber das wieder so, dass ich das hier daneben halten kann. Im Heute-Tab stehen nämlich jetzt Aufgaben. Suche nach Legenden, mache einen Schnappschuss von einem Pokémon vom Typ Boden, fange 10 Pokémon vom Typ Boden. Und das war's schon. Aber es gibt natürlich auch noch die Spezialforschung. Die hat sogar 5 Kapitel. 10 Pokémon vom Typ Gestein, 5 großartige Würfe und 10 Pokémon verschicken. Wir werden jetzt mal ein bisschen rumlaufen, werden vielleicht nebenbei ein bisschen die Aufgaben machen, werden dann aber auch was essen. Vielleicht gibt es dann Döner oder was anderes. Der Thomas mag nämlich keine Döner. Wenn ihr auch keine Döner magt, schreibt es mal in die Kommentare. Wer Döner mag, schreibt es auch mal in die Kommentare. Das heißt, vielleicht kriege ich einen Kommentar. Egal ob mit oder ohne Döner. Wir werden ein bisschen was fangen, uns dann zurückmelden, wenn wir die Belohnungen immer abholen. Mal gucken, was die nächsten Kapitel bringen und dann werde ich hier irgendwas zusammenschneiden. Und schön, dass ihr da seid. Ne? Auf einen schönen Tag. Wir sehen uns gleich, wenn die Kamera aus ist. So, wir sind jetzt ein bisschen rumgelaufen. Ich habe den beiden mal hier die Stadt gezeigt. Caridas, Caridas und noch mehr Caridas, weil die halbe Stadt ist ja, besteht ja aus Caridas, ne? Die Saufplätze haben sie sich angeguckt, da waren sie sehr interessiert. Und jetzt wollte ich natürlich hier noch, was brauche ich denn, da Belohnungen abholen. Wir haben jetzt 10 Gesteins-Pokémon, wo ich sagen muss, es sitzt eigentlich relativ wenig rum. Am besten, ihr nutzt also Rauch, dann kommt immer zu irgendwas. Ohne Rauch sieht es schlecht aus. 10 Stück müssen wir jetzt aber noch verschicken. Nasknet Shiny war noch nicht dabei. Jetzt haben wir 10. Die hauen wir weg. Und dann kann ich euch gleich spoilern, was aus der ersten, was im ersten Kapitel rauskommt. Oder wollt ihr es nicht wissen? Ja? Doch, nein? Wissen. Ja? Ich lasse mich immer gerne überraschen, deswegen keine Ahnung. Aber es ist ein Kabuto. Hey! Ich dachte, es ist ein Shiny Nasknet wegen der Farbe. Es ist ein Kabuto. Das müssen wir jetzt eigentlich mitnehmen. Sonst weiß ich ja nicht, was Kapitel 2 die Aufgaben sind. Wolltest du hier stehen, dich so filmen, wenn da Leute vorbeilaufen und dich angucken? Ja. Bist du da nicht schüchtern? Die wissen, denken doch dann, ah, dreht er was fürs Fernsehen oder was soll das schon wieder sein? Das ist bestimmt wieder so ein Rechter, der hier für was aufruft. Guck dir den Bratwurstpullover an. Naja gut, Kapitel 2 geht es dann also weiter mit fange 10 Pokémon vom Typ Boden. Ich glaube, das ist noch schwieriger als Gestein, weil Gestein war jetzt fertig. Die 5 Boden-Pokémon habe ich immer noch nicht, die es in dem Heute-Tab gibt. Mach einen Schnappschuss von Demeteros. Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung. Wenn wir den Schnappschuss dann machen, den zeigen wir euch wieder. Den Rest fangen wir ein bisschen. Demeteros habt ihr ja bestimmt gefangen alle. Habt ihr Demeteros? Ja, gell? Natürlich. Ist ja Duo-Ray, die sind 2, also was will man da noch großartig dazu sagen? Demeteros habe ich irgendwo, wie gesagt. Wir laufen mal weiter. Wir müssen nämlich jetzt in die Richtung an der Stadtmauer vorbei und dann zum Theater und dann durch die Köpfe durch, durch den Park und dann wieder zurück hoch und dann wollen wir irgendwann mal was essen, ja? Sind so lange gefahren ohne Essen, das geht ja nicht. Ramses, denk doch mal nach. Eigentlich hat Ramses Hunger, deswegen will er dann essen gehen. So, kleiner Zwischentake. Wir waren jetzt ewig auf der Suche nach wettergeboosteten Pokémon, aber es gibt ja keine, gefühlt. Die Boden-Pokémon sind fertig. Wetterboost ist nix. Deswegen wollten wir uns jetzt eine kleine Stärkung gönnen. Waren jetzt mal beim Döner Lutz. Imbiss, Lutz, Imbiss, Döner, Lutze, wie auch immer, extra scharfer Döner.
eingepackt. Dann gab es noch Pommes hier. Dann gab es noch mal Döner. Dann gab es noch Schnitzel ohne was. Einfach nur Brötchen. Thomas hat sogar eingeladen. Richtig gute Sache. Freue ich mich ja natürlich. Wir laufen jetzt fix nach Hause. Werden dann erstmal essen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir die komische Aufgabe mit den wettergeboosteten Pokémon wenigstens noch fertig. Das wäre noch mein Ziel für heute. Damit das Video vollständig ist, wenigstens die ersten zwei Kapitel abschließen. Ansonsten habe ich euch ja die Stadt schön gezeigt, ja. Und wie ist euer Eindruck so von Hibu bis jetzt? Gemütlich. Schön ruhig. Wollt ihr gleich umziehen, weil es so schön ist? Oder ist bei euch doch schöner? Ne, schöner ist es hier, finde ich. Es ist anders. Aber man hat, na gut, Ruhe hat man auch nicht. Weil dort fahren ja LKWs, wo die wohnen. Hier nicht, hier gibt es keine LKWs. Ja, ist überall woanders. Wenn ich woanders hinkomme, finde ich es aber auch immer woanders irgendwie voll schön und beeindruckend. Meistens. Weil man ja das andere alles kennt und gewohnt ist. Irgendwie ist das ein ganz normales Phänomen. Immer wenn man was anderes sieht, findet man das irgendwie, ne? Selten mal der Fall, dass man wohin kommt und sagt, boah, was ist denn das für ein Mist? Da gehe ich nicht mehr hin. Gibt's natürlich auch, aber wir werden jetzt also essen, uns zurück verdrücken, dann nochmal melden und gucken, ob wir es noch schaffen, die wettergeboosteten Pokémon fertig zu machen. Zwei Stück brauche ich noch. Weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Wetterboost? Drei fehlen noch. Drei? Ich weiß es gerade gar nicht. Thomas, der hat sein Schnitzel, das ist das Wichtigste. Und ohne Salat, ne? Er ist ein richtiger Mann. Die sagen ja meistens immer, ich habe nichts gemerkt. Wo war denn da das Schnitzel in dem Salat? Gut, wir melden uns auf jeden Fall nochmal zurück. So, wilde Packerei. Guckt mal da. Haben wir sie erwischt, wie sie packen, ne? Nicht parken, sondern packen. Ich will jetzt ganz fix. Die zwei wollen nämlich los. Der Fußball wartet, ne? Wenn ihr das kennt, wenn ihr auch Fußball guckt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich will jetzt ganz fix noch hier das zweite Kapitel wenigstens beenden. Das heißt, wir gucken mal, was wir überhaupt noch hier machen müssen. Ein Schnappschuss von Demeteros. Habt ihr Shiny Demeteros bekommen? Nee. Nein. Wenn zwei Leute Nein sagen, dann freut sich der Dritte, nämlich ich. Denn ich habe hier eins. Beziehungsweise ihr wart ja dabei vielleicht bei Raid am Mittwoch. Da gab es ja zwei Stück. Und später habe ich sogar noch einen Lucky Trade machen können mit einem anderen Demeteros. Das sieht man hier. Ist, glaube ich, auch sogar recht gut geworden. Ist schlecht gut. Ist es nicht gut geworden. Wir machen auf jeden Fall jetzt hier fix den Schnappschuss von Demeteros. Hier bei der Apotheke. Guckt mal, wie schön das hier bei dem Hintergrund wirkt. Demeteros, Schnappschuss. Holen die Belohnungen ab. Das sind nämlich hier 10 Hypertränke. Ein Moosmodul. Können wir wieder vor die Purba entwickeln. 10 komische Bonbons für irgendwas. Ich weiß gar nicht für was. Demeteros Bonbons. Hey! Und eine Begegnung mit einem Pokémon am Ende von Kapitel 2. Und es wird ein... Es ist ein Rotomurf. Richtig heftig. Habt ihr heute schon mal einen Rotomurf gesehen? Also, das ist ja neue Generation, glaube ich. Das muss man ja erstmal, ne? Erstmal verkraften. Ansonsten gab es noch keinen Shiny Nasknet. Ich lese euch noch ganz kurz die Aufgaben vor vom nächsten Kapitel. Dann sagt man Tschüss. Und dann, oh. Fange 10 Pokémon vom Typ Flug. Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung. Mache einen Schnappschuss von Boreos. Da ist bestimmt auch noch ein Schnappschuss von Voldolos da dabei. Das heißt, man könnte die wahrscheinlich eh nicht heute fertig machen, wenn man die nicht schon vom letzten Mal hätte. Das packe ich jetzt ein, erstmal irgendwie. Machen wir hier Pause. Dann frage ich noch mal ganz kurz, wie hat es euch denn heute so gefallen? Was wollt ihr noch Schlussworte sagen zum Abschied? Es hat mir super gefallen mit dir. Was soll man sagen noch? Ja, vielen Dank, dass wir dein Gast sein durften oder Gäste. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank fürs Essen hier, für Speis und Trank natürlich. Gerne. Und der Thomas hat gleich eine Bindung aufgebaut mit dem Adi. Ne? Kann keiner nachvollziehen, wieso der Ispo nicht mehr kommt, nur weil der Adi jetzt da ist. Also der Thomas hat sich gut mit ihm verstanden, muss man so sagen. Und jetzt geht's wieder in die Heimat. Ihr fahrt jetzt wie lange? 4 Stunden 15. 4 Stunden 15. Würdet ihr auch so lange fahren?
um Thomas zu sehen und Joel zu sehen. Ja? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Ich werde mich irgendwann mit Kapitel 3, 4, 5 zurückmelden und keine Ahnung, wann das online kommt. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Jetzt wünsche ich euch bald noch eine schöne Heimfahrt. Ne? Und vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.